Ich bin Jan Frodeno, Profi-Triathlet. Ich lebe nach dem Motto Conceive, Believe, Achieve, nach Muhammad Ali. Wenn ich es mir vorstellen kann und daran glauben kann, dann kann ich es auch schaffen. Und so navigiere ich die Höhen und Tiefen des Sports. Ich habe die Olympischen Spiele und den Ironman auf Hawaii gewonnen. Ich liebe den Triathlon, sehe den Sport als meine Berufung. Wir haben uns 2001 das erste Mal gesehen. Ich bin ja Oberschwabe, komme aus Mengen, das ist ein kleines Städtchen dort an der Donau, und er kam aus Südafrika nach Sigmaringen. Damals gab es dort ein Ausdauerleistungszentrum. Er kam aus Südafrika wirklich als junger Kerl, ja, ohne dass er da irgendjemand gekannt hätte, ohne dass er da eine Infrastruktur außerhalb des Sports vorgefunden hat. Also er war da allein in diesem Internat. Und es war für mich schon damals eine beeindruckende Situation, ja, dass ein junger Kerl da so viel auf sich nimmt. Daniel Unger war dort der große Star, den damals alle schon kannten und irgendwo als Vorbild gesehen haben. Und was ich ihm niemals vergessen werde, ist, dass er mich einmal im Internat abgeholt hat, in den Sommerferien, als ich im Prinzip komplett allein aus Südafrika dort war. Und mich zum Laufen mitgenommen hat. Und das war für mich so ein großer Zug. Das hat mir so viel Hoffnung gegeben, ja, in dieser Phase, in der ich relativ allein war und mit diesem großen Traum vor einem riesen Berg stand. Und dann kam der große Daniel Unger und hat mich abgeholt und zum Laufen mitgenommen. Und das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Daraus ist dann eine echte Freundschaft entstanden. Wir haben viele, viele Trainingslager miteinander verbracht. Hier eine Sensation, wenn er das durchhalten kann. Gomez ist nicht der beste Sprinter. Unger mobilisiert hier alles, was er sonst oft nicht abrufen konnte. Das erste große emotionale Erlebnis war natürlich der Weltmeistertitel von Daniel zu Hause in Hamburg 2007, wo man zum ersten Mal gesehen hat, was überhaupt so möglich ist. Ja, dass dieser Schritt möglich ist, ist alle, die ganze Welt im Prinzip hinter uns zu lassen. Ja, wir haben gemeinsam trainiert und wir wussten, dass es auf einmal möglich ist. Und das war eigentlich so dieser Schlüsselmoment. Es ist möglicherweise der größte Erfolg aus der Triathlon-Sicht, der olympischen Triathlon-Sicht. Daniel Unger holt hier überraschend, ja fast sensationell, den Weltmeistertitel in Hamburg vor dem Alten Rathaus. Letzten Endes, ja, war es ja dann so, dass ich beim WM-Rennen selber die Nase vorn hatte im internen Vergleich. Er war Sechster und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass ich ohne ihn dieses Rennen nicht gewonnen hätte, weil wir uns einfach gepusht haben. Und ich glaube auch fest daran, dass er 2008 nicht Olympiasieger geworden wäre, wenn wir nicht diese Symbiose eingegangen wären im Training. Meine Motivation, 2008 Olympiasieger zu werden, war der Beste der Welt zu sein. Und jetzt geht's los. Noch etwa 150 Meter. Gomez geschlagen, das ist sicher. Simon Whitfield und Jan Frodeno. Noch etwa 100 Meter. Der Deutsche kämpft. Versucht im Rücken zu laufen von Simon Whitfield. Das ist ganz schlau, da kann er nicht sehen. Wieder geht er in die Linie von Simon Whitfield. Der schaut, wo ist der Deutsche? Kommt er nochmal ran? Und er versucht es, rechts auf der Außenbahn. Jan Frodeno! Jan Frodeno an Simon Whitfield vorbei. Welch eine taktische Meisterleistung! Olympiasieger 2008, Jan Frodeno, Deutschland! Welch ein Erfolg für den 27-Jährigen! Welch eine klasse Leistung! Was für ein Finale! Und welch eine taktische Meisterleistung von Jan Frodeno! Es hat lange gedauert, bis ich den motivationellen Schritt gefunden habe, mich selber
an meine absolute Grenze zu bewegen. Ja. Es war immer ein Messen mit anderen. Und diesen Schritt und den Schalter umzulegen, mich auf mich selber zu konzentrieren, um zu schauen, wo denn wirklich das Limit ist und die absolute Grenze, das war ein weiter Schritt dazwischen. Diese Phase, in der ich ausgebrannt war, lag primär daran, dass dieses große Ziel Olympia so überwältigend war und so eine Riesenveranstaltung, dass danach alles relativ Wald- und Wiesenmäßig erschien. Ich war einfach nicht professionell genug. Ich dachte mir, okay, ich habe es geschafft, ich bin Olympiasieger, holla die Waldfee. Ich habe ein Auto mit 450 PS, was schert mich die Welt? Und es war einfach, ja, irgendwie jung, naiv, so eine Phase, die, ja, auf die ich im Nachhinein blicke und sage, okay, das war so ein Kapitel, das gehört auch zur Reise dazu, aber es ist jetzt nicht unbedingt eins, worauf ich stolz bin. Moin Moin aus Hamburg. Hier ist die Triathlon-Redaktion. Mir gegenüber sitzt in sozial sicheren 1,53 Meter Nils Fließhardt, unser Chefredakteur. Jawohl. Exakt abgemessen. Und mein Name ist Frank Wechsel. Das erste Jan Frodeno-Cover. Triathlon Nummer 26, Juni 2004. Das Cover schlechthin. Jan Frodeno, Olympiasieger, Triathlon 2008. Das erste Special mit Jan Frodeno auf dem Cover. Der Olympiasieger wird Hawaii-Sieger. Damit endet sie, die Geschichte. Bisher 22 Cover sind es geworden. . 2014 war für mich natürlich das Umstiegsjahr, das erste Mal eine ganz lange Distanz. Und das war ein so wichtiger Moment, weil ich selten so nervös war vor einem Rennen. Ja, das war auch das, was mir natürlich auf der olympischen Distanz ein bisschen gefehlt hat. Dieses Nicht-Wissen, ob mein Körper diese Distanz bewältigen kann. Ja, es gab schon viele Weltmeister und ganz besondere Athleten, die auf die Langdistanz gewechselt sind und diese Leistung niemals umsetzen konnten. Er hat noch die Kraft, um wenigstens ein paar Küsschen ins Publikum zu geben. Wir sehen hier einen ganz, ganz großen Athleten bei seinem ersten Finish, bei seinem ersten Ironman, bei seinem Debüt. Er kommt ins Ziel, er wird Dritter. Herzlich willkommen, Jan Frodeno. Frankfurt 2014, ich meine, es hätte nicht chaotischer laufen können mit drei Pannen, also drei platten Reifen und ewig weit zurück und dann doch noch wieder auf den dritten Platz vorgelaufen in Krampf. Schon beim Absteigen vom Rad, also wirklich den Marathon mit Krämpfen durchgelaufen. Beim ersten Ironman in Frankfurt habe ich mich danach gut zwei Wochen auf meine Frau stützen müssen. Hat aber auch gezeigt, dass eben Durchkämpfen sich ganz extrem lohnt. Ja, das Rennen ist noch nicht gelaufen, wenn man eine, zwei oder sogar drei Platten hat. Und dementsprechend war das
ein ganz besonderes Rennen und immer wieder ein besonderer Ort, in dem ich gerne auch starte. Der Champion von 2015, der Champion von 2018, Titelverteidiger Jan Frodeno ist der European Ironman des Jahres 2019. Er gewinnt hier in 7 Stunden und etwas mehr als 56 Minuten. Gratulation an Jan Frodeno, dem jetzt auch Rekord-Europameister hier und heute in Frankfurt. Sichtbarer Schmerz, wenn Sie den haben wollen, da sehen Sie es. Diese blaue Linie, die Sie hier sehen, ist die Feel-Good-Linie. Also da geht es Ihnen ganz okay, da fehlt Ihnen nichts. Es ist aber auch nichts besonders herausragend schön. Okay. Und Sie nehmen mal diesen dicken Stift hier und zeichnen mal ein, wie im Verlaufe eines Rennens sich das jeweils nach oben oder nach unten verschiebt. Und vielleicht sagen Sie ein paar Worte dazu. Also wenn es losgeht, geht es Ihnen wahrscheinlich noch ganz gut. Ja, ich sollte vielleicht die Stunde vorher anfangen. Da geht es nämlich gerade mal so andauernd. Die Nervosität ist natürlich bei mir auch noch da. Ich bin dann schon auch vor dem Start noch sehr, sehr angespannt. Die ersten 200 Meter beim Schwimmen sind meistens hier oben. Da denke ich mir immer, alles klar. Fühlt sich natürlich deutlich länger an. Aber auch hier merke ich dann so, dass die letzten 500 Meter die Arme dann schon so langsam kämpfen müssen. Und da geht es dann so, ja, so langsam nach unten. Mhm. Dann freue ich mich natürlich aufs Radfahren. Und da kommt noch eine lange Wechselzone zwischendrin. Das ist ja auch immer die vierte Disziplin, wie wir sagen. Und da ist es dann so, dass ich natürlich hoffe, dass die Kurve nach oben geht. Das kann aber, das ist echt so ein Tagesding. Ja? Das heißt, gerade so am Anfang geht das mal linear bei mir dann vielleicht noch mal ein bisschen runter, bevor es dann wieder hochgeht. Oh, Ihnen geht es ja die ganze Zeit super, das ist ja herrlich. Ja, genau. Ja. Nur das Problem ist, hier sind wir ungefähr bei Stunde 1. Ja, genau. Von 8 Stunden. Noch 7. Ja, genau. Und dann würde ich mal sagen, kann man hier eigentlich wunderbar ein schönes Auf und Ab, auch mal so. Das ist eben das Besondere an der Sportart, dass man auch mental damit umgehen muss, dass es immer auf und ab geht. In der einen Minute geht es mir super toll und in der nächsten Minute denke ich mir, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Da kommt ein Kilometerschild, Kilometer 100 heißt noch 80 zu fahren. Die Kraft geht mir langsam aus. Und dann versuche ich das so einzupendeln, dass ich am Ende noch ein bisschen was übrig habe. Denn garantiert, das kennt jeder, der schon mal einen Triathlon gemacht hat, Laufen an sich ist ja nicht das Problem. Und gerade am Anfang denkt man, das ist toll. Aber Laufen nach dem Radfahren, das ist auch bei mir mit viel Übung hier unten. Wow, das ist im Augenblick, also hier haben Sie Ihr Tief im Prinzip fast jetzt schon während des Rennens. Ja, das ist echt immer der erste Kilometer, ist Loslaufen. Das ist eine ganz andere Muskulatur, die da gefragt ist. Und dann geht das im Prinzip ähnlich, bei mir jedenfalls, dass es so auf und ab geht, vielleicht bis zur Hälfte. Da kriege ich meistens noch mal so einen Höhenflug und da kann ich meistens auch den Unterschied machen. Also es war in beiden Jahren bei der Weltmeisterschaft so, dass Sebastian Kienle so kurz vor der Hälfte konnte ich ihn abhängen und im Jahr davor ging es mir auch zur Hälfte noch mal gut. Und dann sinkt die Form und die Vorfreude auf ein kühles Bier umso mehr. Und im Ziel ist es dann auch so, dass ich auch echt noch eine ganze Weile brauche, bis dieser Schmerz nachlässt. Es war wirklich die Reise dorthin, die mir gezeigt hat, was dieser Sport überhaupt zu bieten hat. Dass es was ganz anderes ist und dass diese Insel in diesem Moment so extrem
viel zu geben hat. Und zwar nicht nur den Profiathleten, sondern auch den Amateurathleten. Ja, und dass man auch wirklich mal die Essenz des Sports überhaupt versteht. Das ist, war auch ein Schritt. Ja. Als olympischer Athlet haben wir uns als Profis oder habe ich mich als Profi schon immer auch ein bisschen als was Besseres gedacht als der oder empfunden als der Amateurathlet. Und diesen Schritt ist zu kapieren, dass wir im Triathlon eigentlich eine große Familie sind und dass jeder seinen Sport macht und dass jeder eine extreme Leistung an diesem Tag abliefert und dass die Zeit natürlich im Profibereich entscheidend ist, aber dass die Reise dorthin eine gemeinsame ist, das war für mich was komplett Neues und etwas, was mich sehr gereizt hat und irgendwie auch darauf eingeschworen hat, diesen Weg unbedingt gehen zu wollen. Das war so hart, das war so unfassbar hart. Aber gut, das heißt ja nicht umsonst Ironman. Der Mann lässt sich zu Recht feiern. Jan Frodeno genießt dieses einmalige Gefühl. Zum ersten Mal ist es zumindest in seinem Leben so. Hier kommt er, meine Damen und Herren. Gratulation an den Ironman-Weltmeister 2015, an Jan Frodeno aus Deutschland. Champion 2015 war natürlich ein absolut wunderbares Erlebnis. Endlich, nachdem ich ja doch 7 Jahre es versucht habe, Weltmeister zu werden, habe ich es kurz vorher zum ersten Mal auf der Mitteldistanz geschafft und dann das Doppel sozusagen perfekt auf Hawaii hinzukriegen. Das war ein fantastisches Erlebnis und irgendwie komplett surreal zu sehen, wie die Welt auch auf diesen Ironman reagiert und nicht nur auf das, was ich vorher als das Größte empfunden habe, und zwar die Olympischen Spiele. Jan Frodeno, Olympiasieger 2008, dieses Jahr Weltmeister auf der halben Distanz und Europa- und Weltmeister auf der langen Strecke. Der Eisenmann, zum ersten Mal Sportler des Jahres. Jan Frodeno, Germany. Wenn ich mal schaue, wer hier um mich herum noch über diesen Teppich gewandelt ist, dann ist es ein ganz, ganz besonderer Moment in meiner Karriere. Unter Druck entstehen Diamanten. Das ist natürlich so eine Frage, die mir relativ oft gestellt wird, wie ich mit Druck umgehe und warum ich mir dann diesen auch immer künstlich noch zusätzlich aufbaue, wenn ich sage, dass ich zum Beispiel 2016 einen Weltrekord brechen will. Also das ist ein richtig sensationeller Zieleinlauf. Jan Frodeno pulverisiert den Weltrekord, die Weltbestzeit, die bestehende von Andreas Rehlert. Hier aufgestellt 2011 in Rot und er kommt ins Ziel in 7,35. Den Rest denken wir uns jetzt mal. Achtung, noch ein paar Sekunden. 7,35,40 werden es wohl offiziell dann sein. Und so wie er sich immer freut, freut er sich auch jetzt. Wahnsinn, neuer Weltrekord. Und das mit Ansage. Und das muss man noch mal festhalten. Grundsätzlich liegt es mir einfach, eine Ansage zu machen. Und ich muss sagen, dass das ganze Rennen etwas, dass das ganze Drumherum sehr, sehr stressig war. Und dass ich das Rennen damals gar nicht so sehr genießen konnte, wie ich es eigentlich gerne genossen hätte. Einfach weil die Atmosphäre sensationell war. Ich habe nie wieder so viele Zuschauer an einer Strecke gesehen wie damals dort. Und das ist eine Sache, dass ich mich grundsätzlich inzwischen lieber an Konkurrenten als an Zeiten orientiere. Titelverteidigung ist, muss ich sagen, gerade ein sehr, sehr süßes Gefühl. Oh, bitte lauf jetzt durch, Jan. Auch wenn ihr Seitenstiche hat oder andere Probleme, ist es wieder der Rücken.
Es ist natürlich hart, wenn man große Träume und große Ziele hat, aber ich bin mir sicher, dass ich aus diesem Erlebnis auch wieder stärker rauskomme. Ich meine, das Finishen gehört einfach in unserem Sport dazu. Patrick auf der anderen Seite macht das Bombenrennen. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr hier. Ich muss sagen, es ist schon so, dass er mich extrem fuchst. Es ist jemand, der mich richtig bei der Ehre packt und den ich unbedingt schlagen will. Man muss sagen, dass das Rennen in 19 auch so perfekt war, weil vorher so eine Pleite davor stand und dass ich auch schon eigentlich bereit war, irgendwo die Schuhe an den Nagel zu hängen. Ja? Und darum war 2018 wiederum so wichtig, an einem Streckenrand zu stehen und zu merken, dass ich nicht bereit bin, auf Dauer am Streckenrand zu stehen. Mir macht das Essen unheimlich viel Spaß, das macht mir unheimlich viel Freude. Und über das Essen, wenn man sich auf der ganzen Welt bewegt, hat man irgendwann den Wunsch, das zu Hause nachzumachen bzw. Erinnerungen durch Essen hervorzurufen. Das berühmte Bananenbrot heißt ja nicht ohne Grund Emmas Bananenbrot. Und das ist lustigerweise das erste Liebe geht durch den Magen, was sie mir vor über 10 Jahren mal vorbeigebracht hat als sozusagen australische Spezialität. Eigentlich super einfach. 6 reife Bananen, 2 Eier, 115 Gramm Butter vorgeschmolzen, 1/2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Backpulver, 1/2 Teelöffel Zimt, 2 Esslöffel Bier, 2 Tassen glutenfreies Mehl. Das Ganze wird komplett durchgemischt. Bei 180 Grad 30 Minuten lang im Ofen backen lassen und schon ist das Ganze fertig. Als Privatperson ist es schon so, dass ich sehr viel Wert darauf lege, irgendwo auch die Tür zuzumachen. Es gibt keine Bilder von meinen Kindern, es gibt keine Bilder von meiner Familie, es gibt keine Bilder, wo ich morgens mir die Zähne putze oder im Schlafzimmer rumliege. Ehrlicherweise fällt mir das gar nicht so schwer, weil ich wirklich der Meinung bin, dass ich versuche, mich jeden Tag zu verbessern. Das ist einfach, naja, nach vielen, vielen Jahren gereift, indem ich auch teilweise sehr destruktiv trainiert habe. Und einfach immer nur meinte, ich muss noch mal und wenn ich nicht völlig kaputt bin, dann hat das Training nichts gebracht. Und so versuche ich mich wirklich täglich zu verbessern. Natürlich sind dann irgendwann mal 4, 6 Wochen Saisonpause drin, wo das nach unten geht. Aber auch in dieser Phase versuche ich mich in anderen Sachen zu bessern, dazu zu lernen. 8 Kilometer Schwimmen im Gegenstrombecken, 180 Kilometer Radfahren auf der Rolle und einen Marathon auf dem Laufband. Frodeno sammelte so 200.000 Euro an Spenden ein. Ein Großteil davon geht an die Helfer im Kampf gegen Corona. Es sei eine große Herausforderung gewesen, sagte Frodeno, die ganzen Kilometer zu schaffen und sich gleichzeitig keine 5 Meter fortzubewegen. Es ist so, dass ich meine Form und auch meinen Glauben an dem Rennen nicht an der Zahl meines Alters scheitern lassen werde. Ich werde sicherlich merken, dass mir vielleicht manche Sachen schwerer fallen, aber momentan fühle ich mich topfit und ich glaube auch, dass dieses Jahr, in der die absoluten sportlichen Grenzleistungen nicht gefordert waren, vielleicht helfen, mein biologisches Alter so zu begünstigen, dass es auch mit 40 noch klappen kann.